So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Diesmal mit dem Thema Doppeltür mit Sicherheit. So, als erstes baue ich halt die Doppeltür. So, dann baue ich hier eine kleine Verkleidung drum. Ja, das muss so. Ihr werdet auch später sehen, warum. So circa. So, ja, die Fackeln müssen jetzt hier weg. Egal. So. So, als erstes, wie üblich, braucht man ja. Tut mir leid. So, als erstes braucht man halt den Code. So, den mache ich dann jetzt einmal dreistellig. Und zwar so. Dann halt Schalter. Ich mache jetzt einfach mal ohne Fake-Schalter. So, hier kann ich die Wand dann noch mal eben zu Ende setzen. So, dann baue ich ein AND-Gate oder eher gesagt zwei. Und das ist hier. So, AND-Gate. Wie gesagt, AND-Gates sind halt eigentlich nur so Gates, die zum Beispiel zwei Schalter, also aus zwei Schaltern einen machen lassen. So, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob man hier ein AND-Gate braucht. Habe ich auch nie ohne ausprobiert. Also baue ich jetzt einfach mal mit. So, egal. Also, AND-Gate, Erklärung. So, ihr seht ja die beiden Fackeln, die sind an. So, nun man möchte ja jetzt, dass diese Fackel angeht. Somit dann halt die Tür gegebenenfalls öffnet. So, also, wenn man also jetzt diesen Schalter drückt, geht ja halt diese Lampe aus. So, dann ist diese Lampe aber noch an und hält dieses Redstone an. Somit kann diese Lampe nicht angehen. So, wenn man jetzt diesen Schalter drückt, geht diese Lampe aus und dieses Redstone geht an. So, ganz simpel. Kleines Ding, große Wirkung. Egal. Hier wieder ein AND-Gate. So. So. Jetzt zur Tür. Verlängerung. So. Also. Würde man das jetzt so machen, würdet ihr sehen, dass diese Tür aufgeht. So wie halt im Doppeltür-Tutorial. Egal, ich verbinde mal immer einmal kurz. So. So. Also. Ihr seht jetzt halt, diese Tür ist offen. Sprich, würde ich jetzt den Code betätigen, würde diese Tür, also eine Tür immer offen bleiben. So, Code zu. Ihr seht, die linke Tür ist offen. Also baut man hier. Nein. Redstone muss hier abzweigen. So. Dann kann man das hier so bauen. So. Sozusagen einfach nur hier diesen Block. Wieder das Wichtige wie bei der Doppeltür. So, somit sieht man dann halt Tür zu, beide Türen auf. So, jetzt seht ihr aber, hier ist eine kleine Verschiebung drinne, sprich die linke Tür geht eher auf als die rechte. So, und die kann man ganz leicht beheben, indem man einfach, geht das jetzt hier, ja, einfach hier einfach nur einen Redstone Repeater dran setzt. Der muss auf nichts eingestellt sein, also einfach so lassen. So, jetzt sind sie gleich. So, jetzt kann man das halt hier wieder verkleiden. So und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, euch hat das Tutorial weitergeholfen. Ja, bis zum nächsten Mal.